Dann sagen, machen wir schon mal dann weitere Steinziegelblöcke. Dass das hier vorangeht. Und machen dann direkt ein paar Treppen schon, oder? Ah, wir warten schon mal. Wir warten erstmal nochmal. Wir machen erstmal die Steinziegel hier rein. So. Dann ist das sich an bearbeiten, an tun. Dann ist das schon mal halbwegs erledigt. Das Dach wird dann auch langsam. Dann können wir uns die Terrasse meinetwegen eigentlich gerne widmen. Da ist jetzt so die Frage, wie wir das machen. Ich würde sagen, dann machen wir hier einen Zaun drum. Ach so, die Zäune können wir uns zur Akazie umwandeln. Da habe ich ja erst noch angefangen. Dann machen wir das noch zur Akazie. Mal gucken, ob wir genug Akazienholz haben. Dann widmen wir uns heute das Haus nämlich ein bisschen. Mal gucken, vielleicht draußen. Wenn nicht, muss ich ein paar Akazienbäume jetzt abernten. Ich meine, eigentlich habe ich immer noch Akazienzäune gehabt. Sieht nicht gut aus. Bin nochmal drinnen, weil bei meinem Glück habe ich es einfach übersehen. Da müssen wir hier unten nämlich auch überall die austauschen. Ja, dann werden wir jetzt ein paar Akazienbäume erstmal runter ernten. Ansonsten können wir ja hier nicht weitermachen. Dass das hier vorangeht, dann wird es heute wieder so eine kleine Holzfäller-Folge, wenn man das so nennen darf. Ich möchte nur mal anmerken, Leute, das ist ja jetzt die Folge 41 sein von meinem Projekt. Ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, was ich bei Folge 50 machen möchte, weil es ja schon mehr oder weniger was Besonderes, wenn man das sagen möchte. Und da habe ich mir eventuell überlegt, ich weiß halt nicht, wie halt die Interesse von euch daran ist. Aber meine Überlegung war eventuell einfach, ja, eine Stunde, also ein Stundenvideo zu machen, wie ich spiele. Natürlich mit Schneiden etc. Nicht uncut komplett. Ich schneide ja doch immer ein kleines bisschen. Aber jetzt, ich schneide jetzt nichts raus. Ich füge manchmal vielleicht ein paar Sounds ein oder wenn ich mal kurz, ja, menschliche Sachen mache, einmal kurz rausgeschnitten, weil ihr wollt, glaube ich, nicht 10 Minuten sehen, wie ich rumstehe. Da war meine Überlegung, einfach halt ein Stundenvideo zu machen, also eine Stunde Minecraft, zum Jubiläum der 50. Folge. Ihr könnt hier gerne meinen Daumen da lassen oder Feedback da lassen, was ihr davon halten würdet. Oder ob ihr vielleicht eine andere Idee habt. Könnt ihr dann bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr daran Interesse habt. Würde ich mich sehr drüber freuen, über Feedback. So, wir müssen jetzt wieder schlafen, weil diese Minecraft-Nächte einfach unglaublich kurz geworden sind. Ach. Jetzt vielleicht? Ist heute immer jetzt. Dann schlafen wir mal eine Runde. Und es sei wieder Tag. Perfekt. Ne, wie gesagt, falls ihr da irgendwelche Wünsche habt, äußert es gerne in die Kommentare. Wenn ihr aber einfach sagt, okay, mach gerne eine Folge, die eine Stunde geht, dann lasst mich das einfach wissen. Mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr andere Vorschläge habt, einfach einen Kommentar da lassen. Dass ich dann weiß, was euch so gefallen würde. So, aufgrund dessen nochmal was anderes. Aufgrund dessen, dass ich gesehen habe, dass einige mehr von den Keller beziehungsweise sehen wollen, wie so ein Silo gebaut wird. Da gucke ich, dass ich die nächsten Tage denn dafür ein kleines Tutorial produziere. Mich wäre jetzt einfach nur die einzige Frage, ob das
ob ich das einfach als Longform-Video machen soll oder ob ich das als Short machen soll, weil es eigentlich ganz simpel ist. Könnt ihr mir gerne auch noch in den Kommentaren schreiben, ob ihr sagt, Silo-Video, Short oder Long. Müsst ihr mir dann einfach nur in die Kommentare schreiben, dass ich das weiß. So, dann pflanzen wir hier noch ein paar mehr Akazien an. Da sind ja noch welche. Akazienbäume sind auch unglaubliche Setzlinge. Droppen unglaublich viele Setzlinge. Also genauso wie Eiche. Ist echt krass. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesen ganzen Setzlingen machen soll immer. Dann gibt es aber andererseits so Bäume wie die Schwarzeiche. Da hoffst du einfach nur, dass Setzlinge fallen. Dass du weiter anpflanzen kannst. Das ist manchmal ganz komisch. Ich weiß ja nicht, wie diese Quote ist von Droppen eines Setzlings. Aber das ist anscheinend bei Schwarzeiche und so vollkommen runtergestellt. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, warum das so ist. Woran man diese prozentualen Werte ausmachen kann. Dass diese dann halt, keine Ahnung, weniger Setzlinge droppen. Ergibt für mich irgendwie kaum Sinn. Gar keine Ahnung, woran das liegen kann. Wüsste auch nicht, das könnte man ja auch nicht in Real Life mit irgendwas vergleichen, dass man sagt, ja, Schwarzeiche kann man weniger vermehren oder so. Also, ich habe keine Ahnung davon, aber würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Keine Ahnung. Gar keine Ahnung. So. Das sollte ja erstmal reichen. Machen wir erstmal dann daraus Holzbretter. Und dann machen wir direkt erstmal ein paar Stöcker. Und da. Natürlich so. Dann machen wir mal ganz viele Zäune. Ich denke mal, das wird nicht reichen. Dann werden wir jetzt erstmal hochgehen, unsere Terrasse mit den Akazienholzzäunen bestücken. Und danach werden wir einmal außen rum langlaufen und die dann austauschen hier an der zweiten Etage. So, dann können wir hier direkt anfangen. Mal aus hier das Buch. So. Laufen wir einmal rum und tauschen die aus. Zack, zack, zack. Ist ja eigentlich schnell gemacht. Zwei Dark Axt haben wir auch dabei, falls er spontan meine Axt den Geist aufgibt. So. Haben wir einen doppelten gesetzt, dann machen wir einen doppelten Akazienzäune sind doppelten hier auch hin. Dann haben wir gleich die erste Etage schon mal erledigt und dann müssen wir noch das Erdgeschoss mit denen einmal ausbauen und austauschen, damit hier ein bisschen mehr Vielfalt drin ist von außen. Dann sind die halt nur Eiche. Mal gucken, wie oft wir das Haus noch optimieren werden. Ich sehe jetzt schon kommen, dass wir öfters hier rangehen müssen und eben was umbauen müssen, weil wieder mein Geschmack sagt so, nee, muss das? Oder ihr sagt so, mach doch mal so, das sieht vielleicht schon cooler aus. Mal gucken. Ich sag mal so, ich könnte definitiv wahrscheinlich noch schönere Häuser bauen, aber keine Ahnung, mir war einfach, wie gesagt, so danach, das Haus so zu bauen, wie es jetzt gerade ist. So. Klack, das war die erste Axt. Dann kommt die nächste Zäunenwand. Das müsste die letzte schon sein, hier oben. Dann können wir in Erdgeschoss gehen und da nochmal austauschen. So. Dann hätten wir das ja erledigt. Hier müssen wir dann noch eine Tür einsetzen.
Da bin ich mir auch noch unschlüssig, aus welchem Holz, weil jede. Ich glaube, wir machen da auch Akazien. Können wir ja kurz machen. Einmal eine Akazientür rein. Weil jede Tür hat ja so eine Eigenschaft, wie die ausschaut. Farbe und ja. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Sieht auch ein bisschen doof aus. Da müssen wir auch noch was umsetzen. Aber zumindest, dass die Monster hier nicht reinrennen können. Erstmal was reingesetzt. Gehen wir jetzt mal erstmal nach draußen und setzen da auch nochmal kurz die Akazienzäune. Hoffentlich reichen die. Aber das sieht schon besser aus. Dann machen wir nochmal hier austauschen. Ah, hier unten haben wir ja viel mehr Zäune verbaut. Ich glaube, das wird knapp. Doch wahrscheinlich so machen. Oder so meinte ich. Hat das was? Keine Ahnung. Lassen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, ob mich das entstören wird, die nächsten Folgen oder in der nächsten Spielzeit, wie man es dann mag. So. Zack, zack, zack. Und schön ist der Zaun weg. So, so, so. Hier ist wieder so ein Doppelter wie oben. Ja, genau. Wissenssymmetrie ist ja tatsächlich drinne. Könnte vielleicht was werden mit den Zäunen, ob die reichen. Mal hier ist ein Doppelter und da habe ich das anders gemacht. Ein bisschen Vielfalt ist auch gut. Nicht verkehrt. Weil wenn alles total symmetrisch ist, ist es glaube ich auch langweilig fürs Auge. Muss schon gewissermaßen von Symmetrie drin sein, aber auch nicht übertrieben. Was machen wir denn hier jetzt? Sieht das denn gut aus? Weiß ich nicht. Wir machen es erstmal. Weil wenn ich die jetzt auch alle zu Akazie umtausche, dann sieht das wieder so eintönig aus. Ja, Chill-Tür. Chill, beruhig dich. Ah. Ich sehe schon kommen, es fehlt nur noch ein Zaun oder so gleich. Das wäre natürlich. Oh, oh. Ich glaub's ja nicht. Reicht das? Oh, es fehlen drei Zäune. Dann machen wir das doch gleich drei Zäune kurz. Und wir haben hier eine Crafting. Eine Handwerksbank. Wie man im Deutschen sagen würde. So. Haben wir die letzten drei Zäune. Zack, 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 schubdidu. Und schon haben wir überall die Akazien gesetzt. Dann machen wir hier, ja, jetzt später. Dann machen wir halt nochmal kurz. Wir haben ja noch ein bisschen Akazie. Ein paar Zäune. Machen wir hier nochmal lang, wie ich auf der anderen Tür hatte. Da wird es schon wieder dunkel. So, ich glaube, das hat was. Frage ist. Wie sieht das so aus, wenn man das überhaupt umsetzen würde? Ne, das sieht ugly aus. Gut, da war eine Tür, da war eine Tür. Ich hatte ja nur zwei Türen, soweit ich weiß. Drei Türen, Entschuldigung. Gut, dann hätten wir die Sache auch erstmal erledigt. So, dann haben wir einen haufenweise Zäune. Dann machen wir hier einfach nochmal eine Doppeltruhe oben drauf. Ich würde mir ja noch wünschen von Minecraft, wenn man jetzt so eine Birkenholzbretter dann so eine Truhe baut, dass denen auch so in die Farbe quasi hier entsteht. Nicht immer dieses Standard-Truhenfarben-mäßige, sondern Akazienfarben und sowas. Das würde ich mir noch wünschen von Minecraft. Aber wer weiß, was die Zukunft noch so bringen wird. Habe ich recht?